So, hallo, wir machen weiter bei Hyrule Warriors. Wir haben eine Mission noch und dann würde ich gerne in diesem Part, ich wollte erstmal das Master Schwert upgraden, ein Stück weit wieder. Und dann würde ich gerne in diesem Part unbedingt Schatztruhen sammeln und zwar mit einem Guide. Ich habe mir jetzt schon eine Karte aufgemacht, also eine Seite mit Karten. Ja, dann gehe ich nach der Karte nochmal durch. Weil das ist mir zu dumm, das nochmal neu. Also, da ist nochmal zu suchen. Ich bin echt gespannt, vor allem, wo die sind. Wo wir die übersehen haben sollen. Da bin ich enorm gespannt. Und ich denke, das wird auch dann spannender sein, direkt hinzulaufen, als jetzt nochmal neu zu suchen. Keine Ahnung. So. Also, das wollen wir leveln. Und wenn ich mir das angucke, ist das Königsschwert schon mal, was mehr Level gibt als das Ritterschwert. Also nehmen wir natürlich das Königsschwert her. Ansonsten... Ah, das gibt auch ganz gut. Aber nicht viel. Es ist... Ja gut, klar, aber selbst die Kelle gibt halt nicht mal mehr sehr viel. Es ist... Oh Gott. Schaut euch das an. Wie lange soll es denn dauern, bis man bei 30 ist? Vor allem, das kostet jetzt ja auch nochmal richtig Kohle. Ach, ich weiß nicht, ob ich das leveln will. Das ist halt schon sick. Der Exalbumerang gibt nochmal am meisten. Und wir sind nicht mal ein Level weiter. Wir sind nicht mal eine Stufe weiter. Und das kostet einfach 1425 schon. Trotz Rabatt, den wir ja haben. Junge, 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 Junge. Aber der Knochenbockstock gibt nochmal ein bisschen mehr als auch, als zum Beispiel so ein Vogelschwert. Da gibt das Ding noch mal ein Stück mehr. Es wäre halt schön, wenn man eine direkte Anzeige hätte, was am meisten gibt. Man kann es so nur ein bisschen abschätzen. Ich glaube, das liegt auch damit, hängt auch damit zusammen, was für zusätzliche Fähigkeiten die Waffe hat. Wie sie gelevelt wird. Ich glaube, das hängt auch noch mit zusammen. Aber gut, haben wir mal wieder 10 Waffen reingesteckt. Und 2000, über 3000 Geld. Ah, was soll's. So. Da ist meine Mission. Erstmal Mission ablaufen. Eskorte macht immer besonders viel Spaß, weil sich die Charaktere auch genauso verhalten, wie man das gerne hätte. Wie wir bei Sidon gesehen haben. Aber gut, was soll's. Muss halt einfach jeden Gegner erledigen, dann passt die Geschichte schon. Dumpi dumpi dum bum 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 bum. Ja, wir starten ja gleich richtig eisig hier. Ah Mann, ich hab's wieder verpeilt. Ich will es ja mal einsetzen, wenn es mir anzeigt, aber ich bin immer zu langsam. Was echt ärgerlich ist. So. Wo ist der Soldat eigentlich?
Hä, wo ist denn der, den ich eskortieren soll? Darf ich mich hier kurz aus... Hä, wo bist du? Ah, der ist... Ach, der ist jetzt mal vorgelaufen. Der hat sich nicht an dem Kämpfen interessiert. Das ist, finde ich, gut. Das finde ich gut. Ja, komm, ruh dich aus. Ist in Ordnung. Ich mach das hier. Aber der hat dann gar keine Energie oder was, der Typ? Zumindest sehe ich keine hier auf der, auf dem Missionsding. Oh shit, da ist noch einer. Und tschüss. So, wo bist du jetzt? Können wir weiterlaufen? Jawohl, easy. Wohin sollen wir denn eigentlich? Hä, das ist außerhalb. Das Ziel ist außerhalb, okay. Nee, ach, hä? Ach, dahin, okay. Whatever. Kommen die erst, wenn der Soldat hier reinkommt? Dann tauchen die doch gleich Gegner auf, hundertprozentig. Ja. Ah ja. Was? Oh mein Gott. Ach, geh mir halt nicht auf den Keks. Aber wo ist die Energieanzeige vom Soldaten, außer über ihm? Sonst ist sie doch am Rand immer. Oder hat der gar keine? Wo ist er denn? Wo ist er, mein Kollege? Das hat nicht hingehauen. Na, ist ja auch egal. Ach, da steht er rum. Also ich... Das ist gar kein so Escort im Sinne von, dem darf nichts passieren. Deswegen kämpft er auch nicht. Verstehe. Das heißt nur Eskorte, ist aber keine. Finde ich gut. Ah, zu langsam. Wieder zu langsam. Aber egal. Getroffen hat es trotzdem, finde ich gut. Oh Mann, okay. Ja, der läuft ja auch schon weiter. Jetzt gucken wir mal, ob die Kisten auch so aufgehen. Habe ich das Zeug jetzt bekommen? Ja, ne? Schon. Sind ja auch weggegangen, die Kisten. Ja, ja, passt schon. So, gut, ich komme... Da hinten ist schon das Ziel. Also kommt da noch ein Leune wahrscheinlich. Oder es kommt einfach sofort das Ziel. Ah. Hätte ja sein können. Ich bin doch schon dabei. Hey!
und tschüss. Ja, und jetzt? Ah, come on! Dann kommt doch super sicher auch noch. So. Kein Super mehr. Okay. Oh Mann. Was ein Hinterhalt. Deswegen hat er auch immer gewartet. Frech. Wieder nichts Gescheites. Dunkelkapuze, das sieht cool aus. Will ich die aufsetzen? Mal gucken, wie es aussieht. Ob man das anbieten kann. Oder nicht. Okay, da endet die Mission. Gut. Also Federn weg. Nein! Nein, nicht mal ansatzweise. Nein. Nein, das hat man alles schon, ne? Es gibt einfach kein... Ne, es gibt einfach kein brauchbares Outfit. Also kein wirklich brauchbares Outfit. Das ist alles... Alles Müll. So. Aber dann würde ich jetzt sagen, wir starten wieder in der ersten Mission. Und wenn wir nicht suchen müssen, wenn wir die wirklich nur durchspielen, sollte das doch recht fix gehen. Ne? Oh, da haben wir alle Kisten. Gut. Sehr schön. Hat sich schon erledigt. Dann bei der zweiten Mission fehlen uns, glaube ich, welche. Road to Ancient Lab. Genau. Und zwar die zweite Kiste. Jetzt weiß ich nicht, ob die 2, die auf der Karte ist, auch die 2 ist, die fehlt. Aber es sieht eigentlich von der Reihenfolge her logisch aus. Es sieht von der Reihenfolge her logisch aus. Und da, wo die 2 eingezeichnet ist, ich verstehe nicht, dass ich da keine Kiste mitgenommen habe. Ihr werdet gleich sehen, wo das ist. Ihr werdet gleich sehen, wo das ist. Ich verstehe es nicht. Dass ich da keine Kiste gesehen habe? Okay. Zelda, deren Neugier auf den mysteriösen Wächter. Vielleicht ist sie gut versteckt. Begab sich mit Impa. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht ist sie gut versteckt. Ach, jetzt halt die Klappe. Vielleicht ist sie gut versteckt. Ich zeige euch gleich auf der Karte, wo bei mir die 2 eingezeichnet ist. Dass ihr wisst, wo ich hinlaufen muss. Und ansonsten wissen wir ja schon, dass wir den Wächter einfach so erledigen können. Also brauchen wir jetzt nicht die große Mission spielen. Das ist sehr, sehr praktisch. Damit geht es hier echt schnell. Das meiste, was jetzt bei dieser Geschichte nerven wird, ist immer wieder der Ladebildschirm. Weil die Missionen werden wir recht schnell durchkriegen. Zumal wir halt auch deutlich stärker sind, klar. Oh, ich könnte auf Easy stellen. Ich könnte auf Easy stellen, dann geht's noch schneller. Das machen wir. Wir stellen auf Easy. Kann ich das aus dem... Ne, das kann ich bestimmt nur... das kann ich bestimmt nur außerhalb machen. Ja, das kann ich außerhalb nur machen. Aber wir stellen auf Easy die nächsten Schlachten. Dann geht's noch schneller. Auf der Karte. Wir müssen dahin. Da ist eine Truhe eingezeichnet. Genau da. Ich weiß nicht, wo genau, aber da. Okay.
Eigentlich kann ich da schon hinrennen, ne? Ich muss hier gar nicht großartig auf irgendwas achten. Ich brauche einfach nur zweimal A, dass ich dem Wächter dann gleich ins Gesicht schmeißen, treten kann. Ich glaube, das hier sollten wir einnehmen. Aber ja, die kommen ja alle schon angerannt. Ich glaube, ich muss das gar nicht einnehmen, oder? Au. Zack. So. Ah, da kommen sie schon. Also da können wir einfach durchrennen. Sehr schön. So, und hier, da wo sozusagen auch die Geschichte ist, wo praktisch auch der Wächter schon kommt, da ist irgendwo eine Truhe eingezeichnet. Irgendwo hier. Moin. Dann habe ich wahrscheinlich immer, wenn wir mit dem Wächter konfrontiert waren, die Truhe nicht gesehen. Aber ich gucke jetzt erstmal. Also ich werde mir jetzt nicht noch genauer schauen, wo das Ding ist, sondern ich möchte hier in Ruhe die Truhe suchen können. Wo ist hier eine Truhe? Vielleicht da oben. Oder hier in der Ecke rum? Nee. Gut, genauer kann ich auch gar nicht gucken. Auf der Karte ist ja nur der Ort eingezeichnet. Ich kann jetzt nur hoffen, dass ich richtige Karten habe. Alles andere wäre sonst ein bisschen blöd. Okay, aber jetzt ist der Wächter weg. Ne? Jetzt kann ich mich in Ruhe umschauen. Das ist doch schon mal gut. Die können halt auch eingegraben sein. Aber alleine, dass ich jetzt weiß, wo eine Truhe ist und sie trotzdem nicht sofort finde. Gut, das spricht jetzt entweder gegen mich oder gegen die Truhe. Irgendwo hier muss eine Truhe sein. Ah, das geht auch kaputt. Ah, ich dachte, man kann vielleicht da nach hinten. Aber nee. Jetzt bin ich eigentlich schon aus dem Bereich raus, der eingezeichnet ist. Es muss hier irgendwo sein. Sehe ich, wenn ich den Magnet mache, sehe ich dann Truhen im Boden? Ne, sehe ich auch nicht. Ne, aber dann haben wir die Truhe. Dann ist die 2 auf der Karte vielleicht einfach nicht die 2. Die 2 da. Ich mache nochmal die Karte auf. Ah, das hat's gebracht. Aber es würde halt trotzdem passen, ne? Weil vorher war eine Truhe. Ich wette, das ist so eine vergrabene. Ich muss mich mal ganz genau umgucken. Vielleicht auch außerhalb noch. Da ist der Krog. Ich bin irritiert. Ich würde sagen, die Truhe hier haben wir. Aber dann ist es, sind leider die Zweier auf der Karte. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Ist hier irgendwas noch? Nee. Der zeigt mir das halt auch nicht so schön an, ne? Wie wenn das jetzt im Original wäre und wir das hier... Nee.
Das ist doof. Ich hätte halt jetzt echt mir gewünscht, dass das die gleichen Karten sind. Und Nummern. Dann müssen wir mal kurz zur Nummer 1 laufen. Vielleicht ist ja die Nummer 1 auf meiner Karte eine andere Nummer 1. Ja, scheiße. Ich dachte, ich kann hier mich drauf verlassen, dass das recht identisch ist. F. Okay. Die Nummer 1 dort ist hier. Da muss eines sein. Gehen wir mal dahin. Ja, das ist jetzt ärgerlich. Ha! Okay, das war sie. Antiker Riesenkern. Gut. Also war die Nummer 1 auf der... Ah, dann sind die aber echt nicht nach Reihenfolge sortiert, weil hier war dann eben auch eine. Also das ist ärgerlich. Weil in meiner Ansicht war ja die zweite Kiste, die gefehlt hat. So. Ah, es ist dumm. Das ist blöd gelaufen. So, Kollege. Du interessierst überhaupt nicht mehr. Kollege! Du wischst auch nicht, was du willst, ne? Mist. Nice. Aber das bedeutet, dann muss ich halt leider trotzdem alle Truhen ablaufen und kann mich nicht auf die Zahlen verlassen. Das ist doof. Ich habe gehofft, dass das geht. So, das war's damit. Na gut. Was soll's. Hilft nix, da müssen wir halt durch. Oder ich habe mich verguckt und es war die erste Truhe ausgegraut. Ich dachte aber, die zweite war ausgegraut. Das kann natürlich auch sein. Das wäre, wenn ich wieder von falschen Tatsachen ausgehe, das wäre wieder lustig, ne? So, jetzt sind ich meine, es war die zweite ausgegraut, aber wie gesagt, ich kann mich auch täuschen. Okay, nächste Mission, Mipha, die Zora-Prinzessin. Ist hier. Haben wir. Nice. Nächste Mission. Daruk, der Goronenheld. Ist hier. 2 und 4. Aber ob das 2 und 4 von der Karte ist, man weiß es nicht. Ich sehe, ja, 6 Stück sind eingezeichnet. Ja, wir müssen durchlaufen. Es hilft nichts. Wir müssen eh aber alles durchlaufen. Von daher auf geht's. Oh man. Oh man. Die Goronen leben in Goronia an der...
Aber wenn es halt wirklich lauter so lauter so, ja, lauter so vergrabene Ton sind, die ich nicht gefunden habe, ja, okay. Irgendwo ist auch gut. Ne? So. Also am Anfang müssen wir erstmal normal durchlaufen. Da, wo der erste Elektromagier ist, da ist eine Truhe eingezeichnet. Ich sage euch gleich auf der Karte wieder wo. Genau, da. Hier. Da. Da ist die erste Truhe eingezeichnet. Aber das ist halt so eine riesige Mission, ne? Die, oh mein Gott, die dauert ewig und 3 Jahre. Aber ich werde einfach versuchen, ein paar Mal hin und her zu wechseln, weil die sind ja dann auch immer bei den anderen schon. Gerade wenn es den Soldaten anfängt, schlecht zu gehen und so, ne? Dann sind die da ja immer schon. Und dann kann man an der Stelle immer ganz gut aufräumen. Hier zum Beispiel. So, aber ist jetzt erstmal irrelevant. Oh, ich komme da noch nicht rein. Das ist jetzt blöd. Die Frage ist die Truhe davor oder dahinter? Und das Doofe ist halt auch, man sieht jetzt halt nicht mal, bei den Crocs siehst du halt, dass du ihn hast. So, die Truhe, wenn sie eingesammelt ist, ist halt einfach nicht mehr da. Das ist, du hast halt keinen richtigen Anhaltspunkt, ob du sie jetzt hast oder nicht, weil sie ist halt nur nicht dort, wo sie sein sollte. Aber da du nicht weißt, wo sie exakt sein sollte, hast du keinen Anhaltspunkt. Den Croc, den du eingesammelt hast, siehst du. Das ist das Problem. Aha. Deshalb muss ich halt so ein bisschen dann immer hin und her laufen an den Stellen, die eingezeichnet sind. Aber exakt jetzt mit Bild, genau die Stelle finden möchte ich halt auch nicht. Ich möchte schon ein bisschen suchen zumindest. So, jetzt ist hier offen. Mifa räumt hier schon mal auf. Und da kommt jetzt so ein Elektrotypi. Genau, und bei dem Elektrotypi ist eine eingezeichnet. Irgendwo hier. Aber jetzt weiß ich halt, wie gesagt, nicht, ob ich die habe oder ob ich die nicht habe. Das ist das Ding. Und tschüss. Ich nehme an, warte, war nicht hier drin eine? Haben wir nicht hier eine Truhe gefunden irgendwann mal? Weil ein Croc ist hier nicht. Ich wette, hier war eine Truhe drin und dann ist es die nicht. Also ich würde die 1 jetzt erstmal ausschließen. So, ich meine, die 1 war ja auch ausgefüllt. Es war ja die 2 und die 4. Okay. Die 2 ist... Da wo... Ah ja, die 2 ist genau da, wo der ganz rechte Knubbel ist. Aber da wir eh alle Knubbel ablaufen müssen, kann ich auch erst zur 5. Die ist nämlich auch da oben. Okay. Ja gut, dann gehen wir ganz stabil erstmal ja da hoch jetzt. So, das war die Geschichte. Hier ist nichts eingezeichnet, ne? Ne, da ist nichts eingezeichnet. Wir laufen mal ganz kurz zur 4.
Die 4 ist nämlich, hier. Da ist eine 4. Keine Ahnung, was genau da ist, aber da ist eine 4. Da gehen wir jetzt mal hin. Ja. Das ist hier. Okay, das hier sieht fast aus, als ob hier eine Truhe war und wir die haben. Ich bin mir sicher, die haben wir. Das war hundertprozentig hier. Ja. Ja, das ist ziemlich eindeutig hier. Okay. Die 3. Die 3 wäre hier. Da an diesem Eck ist eine 3 eingezeichnet. Also das ist auch ziemlich eindeutig. Geh mir nicht auf den Keks. Ich will dich gar nicht anvisieren. Lass mich in Ruhe. Ich will dich nicht... Oh mein Gott, ich kann... Ja, okay, danke. Ich will nur hier rüber... Ich will nur hier runterlaufen. Gott. Genau. Da oben in der Ecke. Aber auch das ist doch bestimmt was, wo ich schon mal war. Ich meine, keine Ahnung. Dass ich da was übersehen haben soll. Aber klar, kann sein. Irgendwann müssen wir ja eine finden, die ich nicht gesehen habe. So, aber hier in der Ecke... Ich denke, ihr seht's, hier ist nichts. Hier ist nichts mehr, hier haben wir alles schon gesehen. Da ist auch nichts im Boden. Nee, das haben wir. Ich würde sagen, das haben wir. Okay. So, aber so langsam dürfte dann die erste Auftauchung, die wir halt noch nicht haben. Jetzt bleibt ja nur noch 2, 5 und 6. Es bleibt ja nur noch 2, 5 und 6. 2 davon haben wir nicht. Also, wenn ich jetzt noch zweimal sage, okay, die haben wir, dann haben wir ein Problem. So, Nummer 2 ist, wie gesagt, da unten. Hier. An diesem Eck. Also gehen wir jetzt da mal runter. Oh, wait. Oder ist die Truhe, die hier runterfällt, wenn ich das Ding kaputt mache, ist die gemeint? Das glaube ich nicht. Gehört die dazu? Ist es die Truhe, die man da zerstört? Ich glaube nicht, weil die kommt ja immer wieder. Na, die kommt ja immer wieder. Das wäre komisch. Das wäre sehr komisch. Okay, wir gehen mal zur 2 jetzt. Gehen mal zur 2 jetzt erstmal runter. Das könnte hier diese Ecke sein. Das ist natürlich stabil, dass man hier von den Meteoriten auch angegriffen wird. Da macht das Suchen nach Truhen doppelt so viel Spaß. Alter, hört das auch wieder auf oder hat man hier überhaupt keine Ruhe? Aber es ist eigentlich... Nee, es ist da eingezeichnet, in der Ecke hier. Okay, Nummer 1. Ein Saphir. Gut, aber sehr schön, das ist Nummer 1. Passt. So. Und Nummer 5 ist hier eingezeichnet. In der Ecke. Schauen wir mal. Also jetzt kann ich den ganzen Weg wieder hochlaufen. Oh man, oh man, oh man. Oder ist da gerade jemand dort oben? Wo sind die alle gerade? Mifa ist hier. Zelda ist hier. Nee, Wechsel ist Schwachsinn. Die sollen aber auch da unten bleiben, dann kann ich nämlich zu denen wechseln, wenn gleich die Soldaten da unten angegriffen werden. Dann muss ich nicht als Link da runterrennen. Das ist deutlich besser.
Dann kann ich nämlich hier oben bleiben und gleich hier oben weitermachen. Das wird ja noch eine ewig lange Mission. Nein, hier ist noch zu. Leck mich doch am Fett. Ah, ich muss den anderen Weg gehen. Wie oft stand ich schon vor diesem Tor? Oh Mann. Link. Ja, ich bin kurz hier. Bin gleich wieder weg. Also stellt euch vor, ich müsste hier alles neu absuchen und hätte keinen Guide. Ich wüsste ja nicht, wo was sein könnte. Ich müsste ja alles wieder exakt absuchen. Das wäre ja insane. Das wäre ja absolut insane. So, wir nähern uns dem Eck. Ah, das ist jetzt der... Das ist jetzt der Aufstieg mit den ganzen Knubbeln. Gut, dass ich, gut möglich, dass ich mich da habe ablenken lassen. Von den Knubbeln. So, hier ist das Eck. Hier ist das Eck, das eingezeichnet ist. Hier sehe ich jetzt spontan keine Truhe. Alter, geht mir nicht auf die Nerven. Nee. Aber das Ding ist, dann bleibt nur noch Nummer 6. Und Nummer 6 ist dann ganz, ganz, ganz zum Schluss. Und das kann ich mir schon gut vorstellen. Hier. Na, wenn man hier hochläuft zu dem Steinviech, da ist dann die letzte Truhe. Hier. Da bin ich einfach durchgerannt. Das kann ich mir gut vorstellen, dass ich da was verpasst habe. Also gut, dann spielen wir jetzt nochmal alles durch. Zum allerletzten Mal. Zum aller... letzten Mal. Und tschüss. So. Link bleibt jetzt gleich mal hier oben. Kann dann schon mal darüber laufen. Ah, da geht's sowieso weiter. Da geht's sowieso weiter, sehr gut. Ich dachte, ich muss jetzt erst nach unten. Aber nein, ich muss erst hier hin, okay. Dann passt es ja. Stimmt, wir dürfen jetzt erstmal gegen den Magmarok kämpfen. Richtig. Ich brauche keine Zwischensequenz. Ich weiß, wie das Ding aussieht. Danke. Ui.
Tschüss. So, das war das. So, Link bleibt jetzt, wie gesagt, hier oben. Und kann sich eigentlich schon mal... Aber wie war das? Das Tor hier oben ist jetzt noch zu, ne? Da oben komme ich jetzt noch nicht durch, glaube ich. Ich glaube, wenn ich jetzt hier hochlaufe, ist das Tor oben noch zu. Bin mir aber nicht mehr sicher. Genau, weil jetzt kommen nämlich die anderen dazu und jetzt ist hier das Tor noch zu und ich müsste jetzt eigentlich, bin ich immer als Link dann zurückgelaufen, aber ich muss als Link gar nicht zurücklaufen. Weil jetzt kommt nämlich die Zusatzmission, dass ich da unten verteidigen muss. Aber da die anderen ja da unten sind, können die auch verteidigen, da brauchen die mich gar nicht dafür. Genau, erklimme den Todesberg, gib aber auf, dass Dings nicht fällt. So ist es. Ah, es ist schon offen! Ah, es ist schon offen. Alles gut, dann passt's ja. Es ist schon alles offen. Perfekt. Dann muss ich überhaupt nichts beachten. Es ist schon... Dann bin ich damals hier hochgelaufen, als ich den Magmarok noch nicht besiegt hatte. Okay, ich verstehe. Dann können wir jetzt hier ganz fix durchlaufen. Einmal kurz heilen. Au. So, die zwei kann man auch wegnudeln. Und dann haben wir das auch schon erledigt. Ja, und nü, komm her, Daruk. Musst du nicht hier jetzt loslegen? Ja, überlass die Brücke mir. Ja, auf geht's. Danke. So. Wie gesagt, jetzt auf dem Weg da hoch nochmal ein bisschen genau aufpassen und dann sollten wir die letzte Kiste auch gefunden haben. Ja, selbst als wir die Crocs nämlich gesucht haben, das war hier war mein letzter Croc, war ich dann halt auch, okay, ich habe alle Crocs, jetzt renne ich durch. Dass dann hier natürlich noch eine Truhe kommt. RIP. Einfach nur RIP. Geh mir nicht auf die Nerven. So, also irgendwo da jetzt in den Gängen. Wow. Wow. Das war jetzt schon echt... Das wird schon echt peinlich. Keine Ahnung. Und Tschüssikowski. So. Wie lange nehmen wir auf? 45 Minuten. Machen wir noch eine Mission? Ich würde die Parts mit den Kisten ein bisschen länger machen. Dass es nicht so viele einzelne Parts mit Kisten werden.
So. Okay. Nächstes Level, Revali. Oh Gott, 8 Kisten sind hier eingezeichnet. Überall, komplett überall, den ganzen Weg über. Fantastisch. Wie viel habe ich bei Revali? Eine nicht. Ich werde also 7-mal sagen, okay, da ist nix. Ah, come on. Come on. Die Orni. Das darf echt nicht wahr sein, ne? Ja, halt die Klappe. Die Reisenden wählten den Weg über ein Schneefeld, um den Kontakt mit Alter. Monstern zu meiden, gerieten jedoch alsbald. Ich kann mir denken, welches ist, wenn ich mir das so angucke. Ich sage euch gleich, welche ich vermute. Und zwar... Entschuldigung. Jawohl. Hier ist so ein Stückchen. Da ist eine drin. Ne? Wait a moment. Noch ist diese Brücke ja intakt, ne? Kann ich Mifa? Weil aktuell kann man das Gebiet betreten. Ich meine, diese Brücke wird gesprengt, wenn ich hier mit Link hier hinkomme. Kann ich Mifa hier rüber schicken? Und gucken, ob da die Kiste ist? Weil solange ich da nicht hingehe, wird nicht gesprengt. Derweil gehe ich schon mal, Ich gehe schon mal hier hin. Weil hier ist nämlich auch eine Kiste eingezeichnet. Aber die haben wir hundertprozentig. Weil das ist so eindeutig, dass wir die Kiste hier haben. Na, das geht eigentlich gar nicht anders. Die Kiste müssen wir haben. Nein! Zu bald. Das wird direkt da vorne gesprengt. Kann Mifa da jetzt immer noch hin? Nein. Okay. Ah, war zu bald, war dumm. Neustart. Ach so, muss ich jetzt neu laden? Oh. Ich dachte, ich kann einfach neu starten. Oh, wieso kann man nicht einfach neu starten? Oh, ist das dumm. Oh, ist das dumm. Ich wollte auf easy gehen. Wenn ich nicht alles sofort mache, in dem Moment, wo ich sage, vergesse ich es. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Wenn ich nicht alles sofort mache, wenn ich es sage, vergesse ich es einfach. Oh, Mann. Das ist doch doof. Das ist doch doof.
Dann darf ich mich keinen Schritt bewegen. Dann muss ich warten, bis Mipha darüber zieht. Ist okay, Mipha. Do your thing. Go. Abflug. Wir gucken dir auf der Karte zu. Und jetzt verlässt sie schon die Karte. Ja, tschüss. Kann nur auf der großen Karte zugucken. Nein! Das Break drunter, bevor Mipha rüber kann. Ach so, Mipha hat das vorhin ausgelöst und nicht ich. Ja, okay, RIP. Ja, RIP, meine Idee. Ja, scheiß drauf. Dann kann ich die Kiste halt erst ganz zum Schluss kontrollieren. Das ist ja blöd. Also dann, erste Kiste hier oben. Ich wette, die haben wir. Also alles andere wäre echt ganz merkwürdig. Na, die müsste hier gewesen sein. Und die haben wir. Da ist keine Kiste. Nee, also das, ja. Okay, aber dann muss ich alle anderen auch kontrollieren. Die nächste, die zum Kontrollieren ist, ist dann da hinten. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, da haben wir auch eine eingesammelt, hier hinten. Da haben wir definitiv eine eingesammelt. Aber ich muss halt gucken. Na gut, dann räumen wir jetzt erstmal hier auf. So. So, das war das. Ich wollte schon sagen. Eine normale Attacke sieht anders aus. Ja, weil wir nicht attackieren wollen, ihr Vollidioten. Aber das lernt ihr ja nicht. So, jetzt komme ich gleich hier unten raus. Sehr schön. So, also irgendwo hier. Aber ich wette, die war hier und die haben wir. Ich bin mir ziemlich sicher. Also wenn, dann schaue ich hier nachher nochmal nach, aber die würde ich erstmals haben, abhaken. So, die nächste eingezeichnet ist genau da, wo der Punkt ist. Wo wir eh hin müssen. Da ist auch eine eingezeichnet, aber ich glaube, auch die haben wir. Alles andere wäre schon wieder ganz komisch. Moin. Ciao. Moin. Hier. Aber wenn, also wenn ich meine, hier bin ich ja explizit gewesen. Hier habe ich nichts verpasst. Nee. Niemals. Niemals. Niemals habe ich hier eine Truhe verpasst. Nein, ich gehe hoch. So, damit es ein bisschen schneller geht, genau, gute Sache. Mipha, du gehst da hoch. Wir nutzen jetzt endlich mal die Fähigkeit, dass wir hier Verbündete durch die Gegend schicken können. Dann gehen die Missionen nämlich auch schneller. So ein Ding ist das. Die Nummer 4
ist... Oh, da bin ich gerade dran vorbei. Ist hier eingetragen, in dieser Lücke. Da muss ich gleich noch in die Lücke reingucken. Jetzt räumen wir erstmal den Kollegen hier weg. Aber wenn ich... Also... Okay, jetzt mal ganz im Ernst. So wie ich gerade an dieser Lücke vorbeigelaufen bin, bin ich das vielleicht schon öfter. Gucken wir mal uns die Lücke an. Ich meine, auf der Karte ist sie eindeutig, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir da mal hoch sind? Fragezeichen. Stimmt sie? Wir sind bestimmt da hoch und ich weiß es nur nicht mehr. Ja, hier waren wir auf jeden Fall, aber hier ist auch eine Truhe. Hier ist ein Krog und hier ist auch eine Truhe. Habe ich die? Wahrscheinlich war sie hier. Alter! Ja, also... Ich würde sagen, die haben wir. Ich würde sagen, die haben wir. Okay. Ach, shit, da wo ich gerade oben war, ist die 5. Da wo ich gerade oben war, ist die 5. Da habe ich jetzt nicht richtig hingeguckt. Müssen wir nochmal kurz hoch mit dem Wind. Müssen wir nochmal ganz fix hoch mit dem Wind. Hier ist die 5. Aber ich würde sagen, auch die haben wir. Die war bestimmt hier in der Lücke. Ja, hier ist nichts weiter. Okay. Die 6 ist da, wo Mipha jetzt ist. Und da müssen wir sowieso hin. Und Link schicken wir derweil schon mal weiter. Nee, können wir nicht. Naja, zumindest ein kleines bisschen bis hierhin können wir ihn schicken. Weiter hinter geht noch nicht, aber bis hierhin können wir ihn schicken. Aber das hätte ich so viel eher nutzen sollen, ne? Dieses Laufen und so, dass man das... Wow. Dass man das kann. Das hätte ich so viel eher nutzen sollen. Das habe ich nicht viel... Habe ich wieder nicht verstanden. Na, dass man damit sich ganz viel Weg, Laufweg sparen kann. Ah, der ist noch nicht besiegt. So, mach dich mal weg. Okay. So, jetzt müssen wir uns hier mal genau umgucken. Aber hier in der Ecke wäre sie wahrscheinlich... Oh mein Gott! Niemals! Niemals würde ich das finden, wenn ich es nicht wüsste, wo es ist. Niemals würde ich das finden, wenn ich nicht wüsste, wo es ist. Okay, wir haben sie, Abflug. Oh Mann, ey. Was ein alberner Quatsch. Na gut, jetzt geht's nur noch gegen Rivali, ne? Und dann war Schluss. Ja, jetzt geht's nur noch gegen Rivali und dann war Schluss. Okay, kriegen wir hin. Na komm, wenn ich schon hier an den Kisten vorbeilaufe, kann ich es auch aufmachen und mir Rubine holen. Lecker, Rubine. Nobody cares about Moblin. So, wir sind oben. Ihr interessiert mich auch nicht mehr. Dann brauche ich die Kiste hier gar nicht mehr kontrollieren. Es war ja nur eine, die gefehlt hat. Yo, Rivali, lass kämpfen. Hast du Bock? Also dann. Also dann. Wie bitte? Einfach zerstört. Doch, es ist vorbei. Uff. Das hat er nicht verdient, auf so einem hohen Level besiegt zu werden, aber was soll's.
So. Ach, geh weg. Ernsthaft. Aber jetzt haben wir wieder so schwache Waffen. Ja, jetzt haben wir wieder so schwache Waffen bekommen. Das, so ein Ding ist das. So. Ei. Okay. Nächstes Mal weitere Truhenmissionen. Wir gucken mal, wie schnell wir durchkommen. Ich bin gespannt. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.